Falco, Österreichs einziger Popmusiker mit internationalem Format, ist tot. Seine Leiche kam mit einem Flugzeug eines seiner besten Freunde am Donnerstagabend am Wiener Flughafen an. Außer den Fotografen und einigen Kamerateams nahm kaum jemand Notiz von der letzten Landung des Falken. Nur die Mutter und einige nahe Freunde holten die sterblichen Überreste des Musikers vom Flughafen ab. Falcos letzte Show in seiner Heimat hatte begonnen. Er war ein super Bursch, hat besonders geleistet, besonders auf seinem Gebiet, und damit wird er nie vergessen. War dieses Begräbnis in seinem Sinne? Absolut, das war ihm ein ehrenwürdiges Begräbnis, was ihm genauso zusteht. Was für gute Erinnerungen bleiben Ihnen an Falco? Jede, und man kann sich nur an gute Sachen an ihn erinnern. Ganz speziell? Alles, sein ganzes Leben war gut und seine Freundschaft war ein Hit und er war ein super Bursch. Das bleibt dann in Erinnerung.